Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich gerade ungeschminkt. Und eigentlich heißt es immer, dass es sich um Make-up dreht in dem Video. Und ja, Leute, ihr hattet recht, in dem Video dreht es sich wieder um Make-up. Aber nicht um irgendwelches Make-up. Und zwar war ich gerade bei meiner Mama und habe sie gefragt, ob sie mir dafür ihre Make-up-Tasche bzw. ihre ganzen Make-up-Utensilien zur Verfügung stellen kann und ich mich komplett schminke mit dem Make-up von meiner Mama. Ich kann euch sagen, Leute, das wird was. Ich habe eine riesen Tüte mit den ganzen Sachen hier drin. Und ja, ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt, was auf euch zukommt und was meine Mama so benutzen wird. Also da sind schon zwei, drei Sachen dabei, die sehr, sehr cool sind und die ich selber noch nie ausprobiert habe. Sind auch ein paar Sachen, glaube ich, dabei, die ich ihr gegeben habe, weil ich ja auch schon ziemlich viel immer zugeschickt bekomme und das alles halt auch nicht gebrauchen kann. Also ihr gebe ich auch sehr viel. Aber ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis, ob man daraus was Cooles machen kann. Ich sag mal, lasst euch überraschen. Ich lasse mich überraschen. Und mal gucken, was meine Mama so in ihrer Wundertüte hat. Vorab möchte ich euch aber auch noch sagen, dass es noch ein paar Tickets für die Dagi Pop-Up-Tour gibt. Erstmal vielen, vielen Dank, Leute, für dieses krasse, positive Feedback. Ich bin mega aufgeregt und es wird auf jeden Fall wirklich krasser als letztes Jahr und ihr habt so Bock drauf. Und falls ihr noch kein Ticket habt und gerne auch vorbeikommen wollt, es sind noch ein paar Meet-and-Greet-Tickets dabei, wo ihr auch mich treffen könnt. Guckt einfach mal unten, da ist der Link dagipopuptour.ticket.io. Ich habe euch aber auch nochmal das Informationsvideo mit in die Infobox gepackt, da könnt ihr euch alles nochmal angucken, da wird alles detailliert erklärt. Wie gesagt, es sind noch Tickets da, also wenn ihr gerne dabei sein wollt, müsst ihr schnell sein, nicht, dass es bald ausverkauft ist. Und ja, ich würde dann auch direkt sagen, wir fangen dann mal an mit dem Make-up von meiner Mama. Also mit dem Make-up-Tutorial, mit dem Make-up von meiner Mama. So, ich gebe jetzt einfach mal alles hier auf meinem schönen Bett aus. Ich hoffe, dass das nicht offen ist. Okay, alles klar. Ich fange einfach mal an mit Augencreme. Also da fange ich auch meistens immer an, wenn ich mich irgendwie schminke, mache ich halt immer irgendwie eine Feuchtigkeitscreme drauf oder eine Augencreme. Ja, und damit fangen wir dann noch jetzt an. Und zwar hat sie mir hier eine Augencreme mitgegeben von Judith Williams. Retinol Skin Force Eye Cream. Also da muss ich auch sagen, meine Mama liebt Judith Williams. Und die kennen sich sogar, die haben sich auch kennengelernt auf der Glow. Letztes und vorletztes Mal, glaube ich, haben die auch echt viel miteinander gequatscht. Und ich fand das echt super, super süß. Weil meine Mama voll das Fangirl und ich habe ja auch Kontakt mit Judith und es ist super, super süß zu sehen, wie sie sich gefreut hat. Also Judith, falls du das siehst, ganz liebe Grüße von meiner Mama. Sie freut sich auf jeden Fall, dich bald wiederzusehen. Aber ja, ich benutze jetzt erstmal die Augencreme und mache dann noch direkt weiter. Aber die ist gut, die ist echt, die fühlt sich echt gut an. Okay, was nehme ich denn jetzt? Ich glaube, ich nehme Primer. Und zwar habe ich hier zwei Primer, einmal von Rival de Loup und einmal von NYX. Was benutze ich denn jetzt? Ich glaube, ich benutze das von NYX, weil mir das ein bisschen leerer scheint. Und das ist ein Primer. Das ist ein Skin Perfecting Primer. Und ich glaube, das hat sie auch von mir bekommen damals. Weil, wie gesagt, es ist halt sehr schwer, alles zu benutzen, was man immer geschenkt bekommt. Und meine Mama, meine Schwester, meine Tante, meine Oma, die freuen sich immer. Und den Primer kenne ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Habe ich noch nie ausprobiert, aber es gibt immer ein erstes Mal. Aber es fühlt sich gut an. Beautiful. Oh, this is so beautiful. Alright, Primer ist aufgetragen. Am besten machen wir jetzt weiter mit einer Foundation. Und da, natürlich, haben wir wieder eine Foundation von Judith Williams. In der Farbe, ja. Ich habe keine Ahnung, welche Farbe das ist. Oh, das ist eine echt coole Verpackung. Sehr cool gemacht. So, und ein Make-up-Pinsel. Da hat sie mir nämlich auch einen Make-up-Pinsel mitgegeben. Also meine Mama hat wirklich, wirklich, wirklich fancy Sachen. So, und da werde ich jetzt einfach mal so zwei... Oh mein Gott. Nee, nur einen Pumpstoß nehmen. Oh mein Gott, das ist richtig dunkel. Das wird was. Jetzt nehme ich diesen Pinsel von Zoeva. Und oh mein Gott. Und werde jetzt einfach mal so ein bisschen in die Foundation reingehen und das jetzt in meinem Gesicht verteilen. Oh Gott. Oh je. Die riecht voll gut, die Foundation. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ist ein bisschen zu
dunkel für mich. Aber gut, also einen kleinen sonnengebräunten Ton schadet nie. Es hätte schlimmer sein können, aber es ist schon echt dunkel. Die ist sehr dickflüssig, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das an einem Pinsel liegt oder an der Foundation, es lässt sich sehr zäh verteilen. Seht ihr das? Meine ganze Haut geht so mit. Also es ist schon... Ich weiß nicht, ob es am Pinsel liegt oder an der Foundation. Ich habe die ja noch nie benutzt. Hi, mein Name ist Dagi und mein Make-up ist ein bisschen zu dunkel. Natürlich auch schön verblenden, damit man keine Ränder hat. Und, oh mein Gott. Irgendwie fühle ich mich gerade wie bei diesem Tutorial, bei diesem Spaß-Tutorial, was ich mal vor Jahren gemacht habe. Also wir beginnen erstmal mit einem viel zu dunklen Make-up. Dafür müsst ihr auch schon reichlich nehmen. Das verteilt ihr schön in die Hände und schmiert das schön in euer Gesicht. Nicht allzu sehr verblenden. Man soll hier auch die schönen Make-up-Ränder sehen. Man soll ja auch sehen, dass ihr was gemacht habt. Also ihr seht, hier der Rand, der muss hier schön sein. Und hier auch. Ja, so ist perfekt. Das war sogar auch Make-up von meiner Mama. Irgendwie finde ich gerade keinen Concealer. Ich habe jetzt aber hier so ein Lancôme Effacernest. Keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Und das ist etwas heller als die Foundation. Ich werde mir davon jetzt ein bisschen unter meinen Augen tupfen, damit ich wenigstens ein bisschen den Conceal-Effekt habe. Und dafür habe ich auch einen wunderschönen Fake-Beauty-Blender. Ich glaube, das wird nicht den Effekt erzielen, den ich mir hoffe. Aber ich werde es trotzdem unter meinen Augen verteilen. Dieses Ding ist so hart. Hört ihr das? So soll sich kein Beautyblender anhören. Okay, Knockout. Als nächstes, um das ganze Make-up im Gesicht und den Concealer zu fixieren, werde ich jetzt das Laura Mercier Translucent Powder nehmen. Das hat mir meine Mama auch mitgegeben. Sie meinte aber, Dagi, ich komme damit gar nicht klar. Aber es war trotzdem in ihrem Repertoire in ihrer Make-up-Bag mit drin. Das heißt, ich werde es trotzdem benutzen, weil es ja auch drin war. Okay, so scheiße sieht das gar nicht in der Kamera aus, wie ich dachte. Und werde jetzt damit meine Foundation setten. Ja, wir machen weiter mit den Augenbrauen. Und zwar habe ich hier diesen Augenbrauenstift bekommen von meiner Mama. Und zwar von Reval de Loup in der Farbe 02 Brown. Und ich sehe es jetzt schon. Es ist einfach viel zu rot. Es ist einfach viel zu rotstichig. Und ich glaube, ich werde auf jeden Fall gleich richtig fette, rote Augenbrauen haben. Früher konnte ich richtig gut mit diesen Stiften arbeiten. Mittlerweile müssen die echt viel dünner sein. Von der Spitze, damit ich irgendwie eine gute Augenbraue hinbekomme. Und warum war es gerade unscharf? Hä? Boah, sieht das scheiße aus. Oh mein Gott. Auf jeden Fall auf die Liste, was ich meiner Mama neu kaufen muss, ist ein Augenbrauenstift. Das geht ja mal gar nicht, ey. Meine Augenbrauen sind einfach fucking rot. Lassen wir das Augenbrauen-Thema. Ich glaube, das wird nämlich nichts mehr mit dieser Farbe. Machen wir weiter mit dem Contouring. Und da hat meine Mama natürlich auch nur die beste Ware. Benefit Hoola. Das habe ich ihr, glaube ich, auch irgendwann mal geschenkt. Und der sieht relativ braun aus. Ich glaube mal, dass dieser Pinsel dazu gehört. Oh, oh. Das ist ein bisschen dunkel. Oh, 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 das ist richtig dunkel. Auf jeden Fall mit einem anderen Pinsel irgendwie ausblenden. Was ist das denn? Jetzt glitzert meine Stirn. Benutzt sie das für Highlighter? Was ist das denn? Und zwar hat meine Mama mir diesen Kajalstift mitgegeben. Der ist von Dior. Und der hat auf der einen Seite so ein Schwämmchen. Und auf der anderen Seite den Kajalstift. Und wenn ihr euch vielleicht an meine allerersten Make-up-Tutorials damals erinnern könnt, wisst ihr, dass ich damals nur sowas benutzt habe. Und warum? Weil meine Mama sowas benutzt hat. Und sie benutzt es immer noch. Und ich versuche jetzt mal so ungefähr das Augen-Make-up zu machen, wie es meine Mutter jeden Tag macht. Die benutzt nämlich eigentlich immer nur das. Und zwar hat sie es mir gerade nochmal erklärt. Sie nimmt diesen Kajalstift, malt ihn unter der Wasserlinie. Ungefähr so. Nimmt dann die andere Seite, diese hier, und das ist wie so ein Schwämmchen, und blendet das Ganze aus. Jetzt nehme ich wieder den Kajalstift
Und wie sie es mir gerade erklärt hat, geht sie einfach auf dem Lid, nimmt dann jetzt ihren Finger und verblendet das mit dem Finger. Was für Pinsel, was für andere Utensilien, ich nehme den Finger. Und dasselbe mache ich natürlich auch am anderen Auge. Also bei meiner Mama sieht das echt immer gut aus. Bei mir ja. Naja, geht so. Das Ganze sieht von nahen jetzt so aus. Und ja, so trägt das meine Mama jeden Tag. Nur, dass es bei ihr halt tausendmal besser aussieht als bei mir. Und zwar ist sie von Rimmel London, die Lash Accelerator. Kenne ich nicht, noch nie gesehen, noch nie gehört. Und die werde ich jetzt für meine unteren Wimpern benutzen. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Also es ist für mich, ich weiß nicht so ganz. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Make-up findet. Ist für mich, für meinen Geschmack, ein bisschen too much. Also immer, wenn ich damals solche Augen getragen habe, habe ich mich immer so gefühlt wie der Emo von nebenan. Also es ist definitiv nichts für mich. Aber meine Mama steht das total und sie hat extrem blaue Augen. Noch blauer als ich, also richtig türkisblau. Und dann kommen die richtig schön raus dadurch. Bei mir sieht es halt eher aus wie... Nee. Aber wir machen direkt auch weiter mit Blush. Und da hat sie mir diesen richtig ans Herz gelegt. Und wenn ihr meine ersten Tutorials von damals kennt, dann wisst ihr auch, was das hier ist. Und zwar ist das ein Blush von Bourjois. Das ist eine französische Marke, glaube ich. Und das gab es immer in Polen. Und hier habe ich einen Pinsel. Auf jeden Fall, dieser Blush ist in der Farbe Nummer 10. Ohne Scheiß, Leute, diesen Blush hat meine Mama oder kauft sich meine Mama, seit ich denken kann. Also immer, 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 immer hat sie halt diesen Blush in ihrer Schminktasche dabei. Wow. Ich habe hier noch eine Lidschattenpalette. Die werde ich jetzt benutzen und werde die hellste Farbe nehmen, dieses Rosé. Und werde mit dem dazugehörigen Pinsel, was da drin ist, in meinen Augeninnenwinkel gehen und werde mir das ein bisschen highlighten. Und das klappt sogar ganz gut. Mhm. Und als nächstes machen wir dann jetzt hier weiter mit was ganz Tollem. Highlighter. Und zwar ist der von Catrice High Glow in der Nummer 010. Wow. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt so krass ist. Aber seht ihr mal, wie krass der ist? Wow. Ich dachte, der wäre viel grobkörniger und wäre viel glitzeriger als schimmernder. Aber wow. Kommt jetzt der Lippenstift. Und hier habe ich drei zur Auswahl. Und zwar einen von Dior. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für eine Farbe sein soll. Ah, okay, es ist nur ein Schimmer. Ihr seht, ich habe es hier gerade drauf gemacht. Es ist halt wirklich nur ein Schimmer. Dann habe ich hier einen von Extra Lasting Avon. Und das ist so ein knalliges Pink. Aber ganz ehrlich, meine Mama trägt nie so eine Farbe. Also lasse ich das lieber. Als letztes kommt hier... der Lipstick von Caro Dauer. Witzig. Den habe ich hier, glaube ich, auch gegeben. Und zwar ist es so ein... Braunton. Und natürlich ist der Lippenstift von MAC, also das habe ich gerade nicht gesagt. Aber der ist von Caro Dauer. Den hat sie, glaube ich, letztes Jahr mit MAC zusammen gemacht. Und ich finde die Farbe auch echt schön. Und darüber mache ich jetzt diesen Dior-Schimmer. Ich habe aber noch was ganz, ganz Fancyes. Ich kannte es selber nicht. Und zwar hat sie mir das auch in die Hand gedrückt und meinte, das ist mein Fixing Spray. Und ich dachte mir so, Haarspray? Nein, es ist tatsächlich Fixing Spray aus Polen von Theatric. Das ist ein Make-up-Fixing Spray, das steht hier drauf. Für Theater, Film, TV, Fashion, Dance und Partys steht hier drauf. Ich kenne es nicht, ich habe es noch nie gesehen. Also so sieht die Flasche aus. Auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das auch anfühlt. Okay, are you ready? Ich würde sagen, das Make-up ist ready. Ich sag mal so, an sich, die Produkte waren sehr, sehr gut. Also meine Mama ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut dabei. Hätte ich nicht gedacht. Es ist halt alles leider ein bisschen zu dunkel. Was heißt alles? Auf jeden Fall das Make-up, also die Foundation war definitiv zu dunkel. Aber sie ist halt auch einfach ein anderer Hautton. Da passiert das mal. Es kann ja nicht alles
passen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Make-up mit dem Make-up von meiner Mama findet. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich würde auch sagen, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Und falls du noch kein Abonnent bist, solltest du auf jeden Fall auf den roten Abonnieren-Button klicken, denn dann verpasst du auch keines meiner Videos mehr. Und ich verlinke euch auch nochmal zwei meiner alten Videos hier, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Die könnt ihr euch sehr, sehr gerne nochmal angucken. Nochmal alle Infos und das Video und den Infobox zu der Pop-Up-Tour. Ich freue mich riesig auf euch und ich würde sagen, wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Fühlt euch alle geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!